Zu diesem ganzen Covid-Scheiß habe ich etwas gerade gefunden von heute. Das sind Arbeiten von hochgradierten Leuten. Egal, wir reden nicht hier von Bankkaufmann oder von Veterinärleuten oder irgendwas. Im Grunde genommen steht hier drin, wie document four facts about the COVID-19 pandemic worldwide relevant to for those studying the impact of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 transmission. First, across all countries and the US states that we study, the growing rates of daily death from COVID-19 fell from the wide range of initial high levels to levels close to zero within 20-30 days after each region experienced 25 cumulative deaths. Second, after this initial period, growing rates of daily death have hovered around zero or below everywhere in the world. Nochmals, hovered around zero or below everywhere in the world. Das heißt, in den ersten Tagen wurden 25 positive Tests gemacht. Wie man weiß, ein positiver Test heißt noch lange Infektion. Third, the cross-section standard deviation of growing rates of daily death across locations fell very rapidly in the first 10 days of the epidemic, nicht pandemic, yes, epidemic, and has remained at a relative low level since then. Fourth, when interpreted through a range of epidemiological models, these first three facts about the growing rate of COVID death implying that both the effective reproduction numbers and transmission rate of COVID-19 fell from widely dispersed initial levels, and the effective reproduction numbers has hovered around one after the first 30 days of the epidemic virtually everywhere in the world. We argue that failing to account for these four stylized facts may result in overstating the importance of policy mandated NPIs for shaping the progression of this daily pandemic. In klaren Worten, was hier steht, dass schon nach wenigen Tagen, wo dieses Covid-Epidemie ausgeschrieben wurde, obwohl die haben ja nicht mal Epidemie ausgeschrieben, die haben ja gleich die Pandemie ausgeschrieben, overrated, das heißt übertrieben worden ist, was Fakten angeht, was diese Pandemie betrifft. Was heißt das eigentlich jetzt im Klartext? Wenn man sich die Arbeiten anguckt, übrigens hier unten ist das PDF, das man sich runterladen kann. Worum was reden wir? Four stylized facts about COVID. Andrew Atkinson, mal ganz kurz hier geschrieben. Andrew Atkinson, UCLA Economics Professor. Dann haben wir Karen Kopetsky. Was ist ein tschechischer Name? Hatte ich irgendwo ja auch gehabt. Hier ist es. Karen Kopetsky. Homepage Karen Kopetsky, bla bla bla. Phone number. Ja, Phone number. Research Economic and Advisor. Und der Microeconomics and Monetary Policy Team. Sprich, also hier geht es eigentlich in die Richtung von, waren diese Maßnahmen überhaupt gerechtfertigt in erster Linie? Tausa, ich hoffe, ich habe es richtig ausgeschrieben. Tausa, Website, Main, bla bla, Contest Including, auch irgendwie Research Center, Executive Director. Geh mal ganz kurz durch hier, weil das ein ziemlich langes Ding ist. Benedict Controvers with the mayor grateful for bla bla. Nichts wegen des Abstrakt, das ist, wie es ist, Study. Das ist das, was ich gerade vorhin schon erwähnt habe, was vorne beschrieben ist. Hier sind sogar E-Mails und weiter. Atkinson. Introduction. Covid-Dokument. We document these facts regarding COVID. Facts, also Fakten und nicht so wie unser Veterinär und Bankkaufmann mit
Vermutlich und könnte sein und hast nicht gesehen. Wir reden hier von Fakten, obwohl das auch nur basierend ist eigentlich an Einschätzungen und an tatsächlichen Zahlen eigentlich. Initial Observate, bla bla bla. Was haben wir denn hier? The finding of rapid decline of the infection COVID within 30 days of progression, the pandemic widely hit the countries worldwide. Das ist das, was ich gerade schon erwähnt habe. Several prominent studies, including DINA-AT, hießen wo war das gerade eben? Ich habe was gesucht. Hier sind wir schon bei 1. Due to omitted variable appearance, moreover given observation, the disease transmission rates have remained low. With relatively low dispersion across locations worldwide for the past several months, as NPIs have been lifted. Sprich also, dass die Neu, nicht Entzündung, Neuinfektionen, nicht Krankheits- oder nochmal nachgewiesen, dass wirklich ein Covid vorlag, weltweit von den letzten Monaten verglichen gegenüber zu den ökonomischen und den grundgesetzwidrigen Maßnahmen, die lifted, die nach oben gegangen sind. We are concerned that the estimated of the effectiveness of NPIs in reducing disease transmission from the earlier period may not be relevant for forecasting the impact of relaxation of NPIs in the current period due to some of the switch of regime. Unglaublich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die verarschen einen von vorn bis hinten. Das alles ist ein Riesenschwindel. Diese ganzen Verbrecher, die müssen eigentlich sofort gesperrt werden. Die müssen sofort ins Gefängnis. Die haben irgendeine Agenda im Hintergrund laufen, die absolut nichts damit zu tun hat. Und wenn man sieht, wie die vorgehen gegen Demonstranten, die mit Fakten und Intelligenz kommen, wie die runtergemacht werden. Auf der anderen Seite irgendwie diese Antifa-Demonstration, da interessiert sich keine Sau für. Im Gegenteil, die werden sogar noch finanziell unterstützt. Das ist die größte Verarsche in der Geschichte der Menschheit. Da ist die spanische Grippe dagegen noch gar nichts, wo die angeblich mit 50, 60 Millionen Toten hatten, weil die einen nicht an einem Virus gestorben sind, sondern einfach nur, weil die Ärzte durch die Gegend geimpft hatten und die Leute starben nicht an der Infektion, sondern an den Vakanzis, wie heißt das, mit na, Flu-Shots, oder mit diesen ganzen, na, ich komme über den Namen drauf. Ah, das ist das Problem immer zwischen Englisch und Deutsch, immerhin, ja. Yeah, including Spain flu, 7 had the early peak that disappeared over the course of few months without a significant human intervention. Na? Auch hier wird kurz die spanische Grippe beschrieben, dass sie innerhalb von wenigen Monaten ohne den großen Eingriff von Menschen gesunken ist von alleine. Natürlich, weil das Virus ist. Der Körper stellt sich ja auf Viren ein, deswegen müssen wir auch mit Viren leben. Andersrum, ohne Viren haben wir andere Probleme, kommen andere gesundheitliche Probleme, schwere gesundheitliche Probleme. Egal. Genau, kurz weiter. Ja, clearly the existence of natural effects. Bla bla bla. The COVID. Weil ich habe hier irgendwo geschrieben, da hieß es um Bayesches-Wahrscheinlichkeitsbegriff. Das ist genau das, was das RKA benutzt. Das heißt also, interpretiert Wahrscheinlichkeit als Grad persönliche Überzeugung. Das ist genau die Aussage, die eigentlich zutrifft auf die ganzen Zahlen, die auch in Deutschland kursieren. Und die nicht nur falsch sind, die Zahlen sind komplett manipuliert von Leuten, die es manipulieren wollen. Aus welchen Zwecken auch immer, sei hier erstmal nebengestellt. Ne, gehen wir weiter ganz kurz hier. Large of daily death are quite noisy, with a substantial day of weak effects and large jumps due to variation of criteria used to attribute COVID as a cause of death. We consider two procedures for estimating death from the noisy data.
Noisy Data heißt, dass da viel Daten und viel, viel zu viele Tests gemacht worden sind. Umso mehr Tests man macht, umso mehr Noise hat man. Das ist standardmäßig normal. Das weiß jeder eigentlich, der die 8. Klasse oder 9. Klasse durchgelaufen hat und ein bisschen sich damit Biologie und damit auskennt. Vor allem ich als Analyst. In meinem professionellen Leben kann ich davon ein Lied singen, wenn man Daten analysiert, welche Noise-Nebeneffekte man hat, die muss man natürlich auch ausblenden können. In diesem Fall natürlich werden diese Noise-Effekte nicht ausgeblendet, sondern die werden sogar dafür Mist benutzt, um die Daten falsch nach oben zu treiben. Egal, weiter im Text. The first use of simple 7-day moving average of daily deaths. Infinite estimated coronary death, 1 hour second procedure, if it makes from Weibull distribution, they're using biased estimation. Das ist das, was ich meine, biased estimation. Interpretiert Wahrscheinlichkeit als gerade persönliche Überzeugung. Wir reden hier von Wahrscheinlichkeiten ständig. Wir reden nicht von wirklich obduzierten Leichen oder Daten oder obduzierten Leichen, die irgendwie Verbindung oder aufgrund von diesem Covid gestorben wären. Das ist nämlich falsch. Das Problem, was hier auch beschrieben wird, eigentlich in diesem ganzen Text, ist mehr, dass eigentlich die Todesrate aufgrund von Covid praktisch bei null liegt. Aber das kannst du hier durchlesen. Ich werde die Links da unten alle pflegen. Hier geht es eigentlich mehr oder darum, ob diese ganzen Maßnahmen eigentlich nicht nur gerechtfertigt waren, sondern auch überhaupt in irgendeiner Art und Weise rechtens waren. Was es nämlich nicht ist. Was haben wir hier? Effective Reproduction Number of COVID across countries. Das sind die ganzen Daten. Das heißt, die Daten sind, man muss es auch mal anschauen. Okay, das sind jetzt nur Daten von USA. Diese Daten aber natürlich treffen auf die ganze Welt zu. Also man kann sich hier so Pi mal Daumen Measurement hier nehmen davon. Man sieht, die Dinger sind sogar untergefallen. Nichtsdestotrotz, hier sieht man auch zum Beispiel ganz deutlich März, Sommer und September. Man sieht die Tests, wie die hochgeschraubt worden sind. Da muss man sich überlegen, die sind doch total krank im Kopf. Die verarschen einen. Die suchen nach Krankheiten. Die suchen nach Krankheiten, damit die ihre Agenda durchsetzen können. Die Tests sind hier gestiegen. Die Infektionsrate, true infections, die Infektionsrate aber ist sogar gesunken. Und von der Infektionsrate muss man auch noch bedenken, dass vor Infektionsrate muss man auch noch die wahren Covid-Krankheiten noch berechnen, was noch ein ganz kleiner prozentual, also sogar Promilleanteil ist. Das muss man sich überlegen. Die machen hier Tests wie der Hammer. Pharmazie, die diese Tests rausgespuckt haben, die verdienen sich doof und dämlich. Das ganze Geld möchte ich wissen, wo das alles hingeht. Lobbyisten? Politiker? Man muss sich diese Zahlen anschauen. Das ist unfassbar, was hier abgeht. Weil nochmals, Infektion heißt noch lange nicht krank. Da, die schrauben das alles hoch. Das ist alles so hausgemachtes Ding. Vor allen Dingen, warum schrauben zum Beispiel in einigen Staaten, in USA, einige States schrauben die Tests nach oben, andere überhaupt nicht. Und dann haben die keinen Bock oder die suchen wirklich speziell nach irgendwelchen anderen Sachen hier. Aber hier ist irgendwas gewaltig faul. Hier ist irgendwas richtig faul und da kommt irgendwas noch auf uns zu. Bin ich mir überzeugt. Das ist nicht alles. Man muss auch überlegen, ich sage mal kurz weiter hier, Independent Death Data with CRM oder the Population Set Amount. Das kannst du hier durchlesen. Ist klar.
Hier sind die ganzen Berechnungen, alles genau aufgeführt, detail aufgeführt. Das müsste man eigentlich diesen ganzen Veterinär oder diesen Bankkaufmann vorlegen. Die würden gar nicht wahrscheinlich über die erste Seite hinauskommen, weil sie wahrscheinlich gar nicht verstehen würden. Geschweige denn, wenn man ihnen die ganzen Formeln vorgibt, wie man eigentlich richtig analytisch vorgeht. Das kapieren die gar nicht. Das hat mir jemand geschrieben. Death Data and Estimation. Oh, John Hopkins, das ist auch so ein, ja. Ja, bei John Hopkins hat es diese 201-Maßnahmen, Testmaßnahmen hervorgerufen. Wir reden hier wurde alles getestet, von allen Locations. Ja, auch Deutschland, Schweiz, was weiß ich, Irland. Gruß an Irland, an Holländer. One problem that we face is that the data on daily death due to COVID-19 is noisy. Das ist genau das Problem. Das heißt, wenn man sich die Zahlen anschaut hier, wo war das hier? Das hier. Die schrauben die Tests hoch. Dadurch schrauben die natürlich auch hier die wahre Infektion, wenn man sich vorstellt, von über 100.000 oder 100.000, das ist 3.600. Und trotzdem ging das herunter. Die haben immer mehr Tests gemacht und es ging runter. Die haben hier Tests gemacht, da ging es rauf. Die haben Tests gemacht, da ging es auch wieder leicht rauf. Aber jetzt machen die Tests. Gewaltig übertriebenen Tests. Und es geht nicht rauf, im Gegenteil, es geht sogar runter. Und natürlich, umso mehr Tests man macht, umso mehr Noise hat man, umso mehr False Positive hat man. In many regions, there are both substantial day of week effects and correlational large spikes in reported death due to, among other things, change in the criteria used to classify death as being due to COVID. They estimated the trend grown of daily death from these noise data. We assume that the trend path of daily death in each location is given by a mixture of Weibull density functions. Warten wir es nicht? Nein, warten wir nicht. Weibull distribution. A continuous probability distribution is named after Swedish mathematic Volodi Weibull. Okay. Who described in detail 1951 also the first identified the French as being, huh? Ja, das sind einfach nur die Berechnungsgrundlagen. Hoppla. Function which is estimate using the Bayesian, also ist genau das, was wir vorhin schon hatten. Vermutlich, angeblich, was auch immer. We assume the observed daily death are the sum of the mixture of variable density function and the original magnitude of regime specific regime. The regime switching residentials allow us to effectively deal with the erratic noise of data. The Bayesian procedure allows us to construct posterior probability bands around the estimate. It also allows us to do a smooth estimate over the eye and leave it away. The CR model, genau. Die ganzen Daten, die das RKA rausgeschmissen hat und ständig von sich gibt, sind komplett und manipulierte Daten. Findings. Das ist interessant. Our estimation results yield the following four stylized facts about the COVID-19 epidemic. The grown rate of daily death from COVID fell rapidly everywhere within the first 30 days after each region reached 25 cumulative death. Fact one is shown in the top panel of figures. Solid black lines show that the medical estimated growth of daily death fell rapidly from the initial level of about 40% to zero within the 30 days of estimated period. Notice that the 0.9 posterior probability intervals compute across all location that we consider. The dashed lines in the figure allow us similar dozen times that. Half-life of growing the annual period and this might be here. Fact two, after this first period of rapid decline, the grown rate of daily death all region has hovered around zero or slightly below. Sogar drunter. Die haben uns aber was anderes gesagt. Die haben uns komplett andere Daten genannt.
As figure shows, after initial 30 days period, the median growth rate of daily deaths has been nearly flat and slightly below zero. Das Intervall hat been lower than in range. Notice that das sind ja nur ein bisschen Erklärungen in Stil Fact 3. The cross regions from the deviation of growth rates of death fell rapidly in the first 10 days of the epidemic and has subsequently remained low relative to the initial level. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kann nicht glauben, dass Leute diesen ganzen Schwindel geglaubt haben vornherein. Das mir macht echt, diese Viren machen mir keine Angst. Im Gegenteil, wir brauchen die Viren, wir müssen damit überleben. Wir haben mehrere tausend Viren in unserem Körper. Wir brauchen das auch für unser Immunsystem. Was mir echt Angst macht, sind die ganzen Leute, die umherum mit diesen ganzen Maulkorb herumlaufen, die dumm sind, wirklich. Fakt 4. When interpreted through a range of epidemiological models, facts 1 and 2-3 imply that both of effective reproduction numbers of transmission rate of COVID-19 fell rapidly within widely disappeared initial levels during the 30 days after comorbidity. Das hatten wir schon um. The gland effective reproduction number has hovered around 1 everywhere in the world. Leute, das muss durch die Gegend gehen. Das müsst ihr... Also die Oberstaatsanwaltschaft und das höchste Gericht sollten Haftbefehle für diese Leute ausschreiben, die diese Zahlen nach außen gebracht haben und dieses ganze Terror, was die in den letzten Monaten fast einem Jahr machen, sofort in die Zelle stecken. Und die müssen wirklich ins Gefängnis für immer. Conclusion. One of the central policy questions regarding COVID-19 pandemic is a question of which non-pharmaceutical intervention governments might use to influence the transmission of the disease. Our ability to identify empirically which numbers what impact the disease transmission depends on the whereabouts, variation of MPI and disease transmission across location as well as robust protection controlling observed on factors that might be including disease transmission. The facts that we document in this paper cast doubt in this premise. Die Fakten, die in diesem Dokument aufgeführt sind, und ich habe auch gelesen unten, dass da mehrere Harvard-Professoren mit dabei beteiligt waren, haben starken Zweifel daran, eigentlich, was vorher gesagt und was war. Our finding in effect found that early declines of the transmission of COVID were nearly universal whereby suggest that the role of region-specific implemented in this early phase of pandemic is likely overstated. Likely overstated. Also übertrieben. Da haben wir's. Das sind Fakten. Das müsste man den ganzen SPD und den ganzen Grünen Dünnpfiff vorlegen. Die würden dann anfangen zu schreiben, wie sie immer im Bundestag, wenn man mit Argumenten kommt. This finding instead suggests that some other factors common across regions drove the early and rapid transmission rate declines. While all three factors mentioned in the introduction, voluntary social distancing, the network structure and human interactions and the nature of disease itself are natural contenders. Disentangling the relative roles is difficult. Our finding effect to further raise doubt about the importance in NPIs. Doubt about the importance of NPIs. Die Zahl, die das RKA ausgibt, wo der Bankkaufmann das unter Kontrolle hat. Lockdown policies particular. Also sprich, diese ganzen Lockdowns, das war alles unrechtens. In accounting for the evolution of COVID-19 transmission rates over time across location, many of the regions in our sample that instead lockdown policies early on the local epidemic removed them later in the estimation period or have not relied on mandated NPIs much at all. Oh, da haben wir es, das ist genau beschrieben. Das sind wissenschaftliche Studien von den besten Wissenschaftlern auf der Welt, die sich nicht kaufen lassen, die nicht dämlich sind. Not relied on mandated NPIs much at all. Also sprich, im Klartext gesagt, all diese Daten, die wir immer zu sehen bekamen, wie gefährlich, wir werden alle sterben, es werden Millionen sterben, waren basiert auf nichts, nicht auf Fakten, sondern auf
Reiner Propaganda. Yet effective population numbers in all regions have continued to remain low relative to initial levels, indicate that the removal of lockdown policies has had little effect on transmission rate. Yet effective population numbers in all regions have continued to remain low relative to initial levels, indicating that the removal of lockdown policies has had little effect on transmission rate. Das muss man, also die müssen sofort verhaftet werden, Leute. Ich habe nicht nur Angst, dass vor den Leuten, ich habe auch ein bisschen so meine Bedenken mittlerweile auf irgendwas in andere Richtung. Und zwar in der Richtung, dass sie sogar versuchen, die sind ja dreist, die gehen ja über Leichen. Das kann man nicht anders sehen. Die werden auch versuchen. Ich hoffe nicht. Aber man muss sich auch vorstellen, es gab ja von der CIA, die auch involviert ist in diesen ganzen Prozedere 201. Das wäre das erste Mal, dass irgendwelche Agenturen oder Länder irgendwelche Viren freisetzen an die Leute. Das hat ja schon angefangen mit den Indianern. Die wurden ja absichtlich ausgerottet mit, ja, mit einem Influenza eigentlich. Deswegen starben da 100 Millionen von den Indianern. Oder 80 Millionen, die Zahl weiß ich jetzt nicht genau. Aber das ist ja genau das Ding. Oder man bedenke zum Beispiel die ganze von bestimmten Regierungen vorgehaltenen chemischen Eingriffe, die überall auf der Welt standen. Und dann wurden andere Personen oder andere Länder versucht, dafür verantwortlich gemacht zu werden. Mich würde es nicht wundern, wenn die sogar mit Absicht irgendwas versuchen würden, freizusetzen. Weil die sind so an der Wand. Die Leute wachen auf. Es gibt immer noch Idioten. Tut mir leid, aber das sind wirklich Idioten. Und die gehen über Leichen. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie viele Leute eigentlich schon aufgrund von diesen ganzen Masken, von den ganzen Maßnahmen, angefangen von Infektionen durch diese ganzen Masken, genau wie das 13-jährige Mädchen, was vor 2 Wochen kollabiert ist in Deutschland. Da hieß es, es dauert eine Woche, bis Autopsiebericht da ist. Ich habe gerade mal gestern nachgeschaut, weil mir das eingefallen ist. Du hast davon nichts mehr gehört. Wenn das nicht basierend wäre, der Tod dieses Mädchens, basierend wäre auf diese Maske, wenn die Kausalität nicht da wäre, dann würde es doch in der Bild-Zeitung stehen. Und bei ARD würde es natürlich sofort genommen werden als Propagandanachrichten. Aber man hört, das ist mittlerweile fast 3 Wochen her. Das 13-jährige Mädchen ist gestorben und man hört gar nichts davon. Und das ist komisch. Man hört nichts davon, weil die Leute das vergessen wollen. Weil mit Stillschweigen vergessen die Leute einfach. Obwohl ich Berichte gelesen habe, wo ich sagen muss, es sieht nämlich so aus, dass der ausschlaggebende Grund für deren Tod eben im kausalen Zusammenhang mit diesen ganzen Maßnahmen steht. Abgesehen davon, wie viele Firmen pleite gehen werden oder schon sind, wie viele Leute sich eigentlich das Leben nehmen, weil sie in finanziellen Ruin getrieben werden, das übersteigt diese ganzen angeblichen Covid-Toten bei Hundertfachen. Egal, weiter im Text. The existing literature has come in policy, social distancing have been essentially reduced, spread of a number of deaths due to the deadly pandemic. The standard facts of submerged in this paper challenge this conclusion. Genau, das ist das Ding. Of death due to this pandemic. Death will be. The stylized facts estimation that in this paper challenge this conclusion. Sprich also, die ganzen Toten, die angeblich durch Millionen von Toten gestorben sind, wird hier mit Fakten
zerstört und wird sehr stark. Ich weiß nicht, wo wir leben heutzutage echt nicht. Was für ein Dreckswert leben wir eigentlich? We argue that the research going forward should account for these facts when accessing NPI policy in the shaping operation. Ja, das ist natürlich der Hammer. Hier haben wir die ganzen Daten. Das sind Daten und die sind von. Ich glaube das alles nicht. Harvard University. Harvard. Unfassbar. So. Wer noch jetzt sagt, es gibt natürlich das Virus, aber es gibt auch tausende Arten von Viren. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Viren wir eigentlich in unserem Körper haben, die wir eigentlich für das Leben brauchen. Ohne Viren würden wir sterben. Wir würden nicht existieren. Und diese ganzen Maskenmaßnahmen, die schwächen nur das Immunsystem. Jetzt kommen wir zum Winter zu. Die Leute tragen seit Monaten diese Masken. Deren Immunsystem ist dermaßen geschwächt, dass sie anfällig sind für alle anderen möglichen Krankheiten und werden dieses Jahr, bin ich mir sicher, werden wir ganz, ganz viele Grippewellen oder Tote haben, aufgrund basierend von diesen unglaublichen terroristischen Maßnahmen. Ich werde das hier mal verlinken und dann würde ich das alles weitergeben.